Du hast es eben schon mit dem Rausziehen gesagt. Also im Prinzip in fast allen Kommunikationsmodellen oder ne, wie man es auch mal nennen will, es geht ja immer andere Worte praktisch für diese Metaebene. Also ich ziehe mich praktisch raus und gucke von oben auf die Situation, was du ja gesagt hast, ne? Ich ziehe mich eben raus. Wie sagst du es den Leuten, dass sie es schaffen? Denn ich kriege immer ganz häufig zu hören, ich bin ja jetzt emotional, jetzt komme ich da nicht raus. Und sollen da drin bleiben. Also ich finde, es ist Übung und die sollen da drin bleiben, gerne, aber sich dann nicht beschweren, wenn es nicht geklappt hat. Also ich finde es immer schlimmer, wenn sie sagen, ja, ich bin jetzt da drin und jetzt oft ja so bei so Ehesachen oder auch bei so Mitarbeiter, wer ist Chef, dann schreien die sich womöglich an. Das darf man ja und wenn man danach vielleicht das Warum klärt oder sich abkühlt, finde ich das eigentlich fairer, als auseinanderzugehen und sagen, was ein Depp. Also ich finde schon immer, man darf das sein, man muss danach irgendwie eben klar sagen, was Phase ist. Und dann darf man nochmal hingehen und sich entweder entschuldigen und sagen, nee, das ist schon meine Meinung, dann gehe ich oder das ist hier nichts Richtiger. Also Dauerschleifen sind so gar nicht meins, aber das ist meine persönliche Meinung. Also komm, wir probieren es nochmal mit der oder dem Mitarbeiter, komm, wir geben ihm noch eine Chance. Also bei der dritten Chance bin ich dann raus, auch als Coach übrigens. Ja? Ja. Also Okay. ich habe schon Unternehmen verlassen, weil ich gesagt habe, da kommen wir nicht weiter, weil da habe ich eine andere Meinung. Genau. Ja. Gut, es geht ja nicht gegen den Menschen, sondern einfach, dass Nee. diese Konstellation gerade nicht Genau. passt. Ja. Okay. Okay, aber wie kann man es schaffen, in diese Metaebene zu kommen? Also wenn du erstmal sagst, okay, man darf ja auch drinbleiben, aber es gibt ja so die ganzen Geschäftsleute, die in einem Gespräch drin sind und dann eben sagen, so, wie komme ich jetzt, wie kann ich mich da rausziehen? Wie hast du das geübt? Anker setzen heißt ja der Klassiker. Also ich habe irgendwelche Anker, wo ich sage, okay, wenn ich mir, was weiß ich, an meinen Ring fasse oder wenn ich mir ans Ohrläppchen fasse, dann überlege ich, gehe ich raus aus der Situation. Ich gucke noch den Menschen an, aber gehe mit meinen Gedanken ein bisschen raus und gucke drauf, wie auf so eine Glaskugel, das ist ja auch so ein Modell. Und dann sehe ich mich immer so, ach du Scheiße, was machst du denn da? Also auch während Seminaren oder Vorträgen muss ich mich als rausziehen. Und weil ich mich über meine eigenen Worte langweile und denke, ach nee, komm, jetzt steig wieder ein und es wird einfach lustiger oder netter oder professioneller. Ich glaube, man muss sich Anker setzen. Genau. Also am Körper oder an irgendwelchen Gegenständen. Okay. Ja. Anker setzen kommt doch aus der neurolinguistischen Programmierung, ne? Ja. NLP. Ja. Hast du das auch gemacht, so Nee. eine Ausbildung? Nee. War aber beim Coaching dann einfach mit dabei oder wie hast du das dann Ja, gelernt? also ein ganz kleiner Teil, wie sowas funktioniert, aber das Kinder machen, also man macht das ja schon automatisch. Also ich mag es nicht, wenn so sehr strukturiert oder sehr verkopft wird. Und ich netterweise habe ich zwei Kinder aufwachsen sehen, wie man das eigentlich drin hat. Also auch als wenn man Bauchweh hat, dann kam die Mama und hat gesagt, stell dir eine schöne Blumenwiese vor und fokussiere dich mal auf was Schönes und nicht auf die Bauchschmerzen oder bei Angst oder Heimweh oder sowas. Und das kann man ja eigentlich schon seit Kindertagen. Und ich lese gerade auch einen Struggelpeter und dort ist ja auch dieses ja, Benehmen bzw. Anker setzen und was passiert eigentlich, wenn. Und ich finde, da muss man sich einfach so ein bisschen disziplinarisch an sich selber halten, weil das kann man ja sagen, mein Kind ist. Der Struwwelpeter hat sich Anker gesetzt. Also das ganze Buch ist schon so ein bisschen, es ist ja ein Erziehungsbuch und dann sieht man so, ja, also dieser Hans Kuck in die Luft, also der dann mit seinem Papier da in diesen Bach fällt, ja, und hätte er sich einen Anker gesetzt, wäre es wahrscheinlich schon, Ist anders genau, gewesen. wäre es anders Also ein Anker ausgegangen, oder setzen ihm. für alle, die mit nicht so wirklich was anfangen können. Im Genau. Endeffekt hat man eben so eine schöne Geschichte vielleicht. Oder ein schönes, sagen wir mal so, wir überlegen uns irgendetwas, wo wir hinfassen, ob es jetzt Ohrläppchen oder Ring oder was auch immer, es spielt überhaupt gar keine Rolle. Vielleicht irgendeine Bewegung, die man jetzt nicht ständig macht, dass man nicht ständig auf diesen Anker zugreift. Und dann eben in dem Moment dort anfassen und an eine ganz tolle Geschichte denken. Irgendwas, ein Erlebnis, wo man sich frisch verliebt hat oder irgendwas, Blumenwiese oder der Heimatort, wo man sich wohlfühlt oder ein leckeres Gericht. Ist mir völlig egal, irgendwas, was positiv besetzt ist. Und das eben ab und an eben machen und dann kann man im Prinzip dann, wenn man in einer stressigen Situation dort anfasst, beruhigt es einen dann eben. Also das ist so das Prinzip dahinter. Genau. Ich habe gestern noch, habe ich, nee, vorgestern, gestern war ich ja mit dir zusammen, aber. Ich habe sie durch die Stadt gescheucht. Weiß gar nicht, mit wem ich da gesprochen habe.
Ist auch egal. Aber auf alle Fälle sind wir da von einem ganz anderen Thema eben gekommen, dass dieses Wort Selbstverantwortung. Ah, ja, das ist auch mein Lieblingswort. Das ist mittlerweile. Ja, da wurde ich nämlich so gefragt, so, sag mal, ist es bei dir auch so, dass du die Leute erstmal die Selbstverantwortung holst? Sag ich, ja. Also es ist egal, worum es geht, ob ich jetzt Präsentationstrainings mache oder. Die Leute kommen ja mit, ja, der und die. Und wenn das nicht wäre, dann wäre ja. Oh. Mhm. Und dann fange ich eben wieder an und hole die Leute in die Selbstverantwortung. Mhm. Ich finde das immer wieder spannend, dass die Leute natürlich genauso, so ein Modewort, ähnlich wie Authentizität, mhm, oder eben wie wir leben im Hier und Jetzt. Und ich meine das gar nicht böse. Sowohl Hier und Jetzt ist großartig. Mhm. Authentizität ist großartig, Selbstverantwortung. Aber ich meine, wer von den vielen Leuten, die das bei Facebook mal eben so posten, wer lebt das denn? Ich finde, Selbstverantwortung ist wahnsinnig wichtig. Gehst du da relativ schnell rein auch, um die Leute dahin zu kriegen? Ja, extrem schnell, gerade bei Knigge. Ich frage, was ist denn euch wichtig? Dann heißt es ja begrüßen von allen oder guten Tag sagen, verabschieden. Und ich habe da sehr viele junge Leute auch in den Knigge-Trainings und die kommen in den Raum rein und die begrüßen mich eben nicht. Und dann sage ich, habt ihr mich heute begrüßt oder euch gegenseitig? Stille. Und das Lustige ist, kaum ist Pause, gehen die raus und haben alles wieder vergessen, kommen wieder rein und haben vergessen, dass Freundlichkeit wichtig ist, dass Höflichkeit wichtig ist, dass Tür aufhalten vielleicht auch nett wäre, wenn man reingeht oder kein Handy mehr, wenn man mit jemandem spricht. Also die sagen es mir, aber sind nicht bereit, es selber anzunehmen. Und gehen aus dem Raum und verabschieden sich nicht. Außer die, die es wirklich verstanden haben. Das wäre ja praktisch diese Kombination zu der Metaebene. Dass wir es natürlich bei anderen sehen und sagen, guck mal, der hat ein Handy an, geht ja gar nicht und der unterhält sich dann mit mir. Und man selbst denkt dabei, weil es so wichtig, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob wirklich ein bewusster Gedanke dabei ist. Ja. Aber natürlich brauche ich mein Handy, natürlich habe ich jetzt mein Handy an. Ja, ja. Und da wird es wieder hart und wieder klar, wenn ich dann die Leute darauf hinweise und sage, hast du es gemerkt? Merkst du was? Ist mein Lieblingsspruch. Und dann so, und dann sage ich, ja, ich kann lang schulen und sagen, ja, so gibt man die Hand oder Dame links, Herr rechts oder lauter so Sachen, wenn man es dann nicht umsetzt. Also die müssen in die Umsetzung gehen, sonst bringt übrigens jedes Verkaufstraining oder jedes Rhetoriktraining überhaupt nichts, wenn man nicht selber umsetzt. Hm. Also meine Meinung. Aber wie soll ich es alleine schaffen? Das ist ja auch immer so diese Frage, ne? So eintägiges Seminar und dann begleitest du dir noch länger oder... Wie geht es in die Umsetzung? Manchmal begleite ich die länger. Also wenn es darum geht, ich brauche noch mal eine Nachbesprechung oder Supervision oder sonst was, dann wird es natürlich noch härter, weil dann geht es ja an die Person. Guck mal, wie du heute wieder rumläufst, so ungefähr. Oder ist dir heute aufgefallen, dass du im Café das... Also ich begegne denen dann in Alltagssituationen und schreibt mir auf oder merkt mir, wo sie alles das nicht gemacht haben, was wir vorher besprochen haben. Das ist sehr hartes Training. Genau. Und bei den Azubis, dann gebe ich die Verantwortung natürlich an den Chef ab. Also, im Endeffekt, ich meine, es wird auch so häufig gesagt, ja, Frau Garcia, es klingt jetzt alles ganz spannend bei Ihnen im Training, also jetzt nicht bei meinem Training, aber generell so, ne? Aber morgen kommt dann der Alltag. Und dann sage ich, ja, weil Ihnen der Alltag wichtiger war als das, was Sie heute gelernt haben. Ja. Kann man ja so nicht sagen. Doch, kann man. Mhm. Sie setzen die Prioritäten. Und wenn Sie wirklich wollen, wenn Sie wirklich einen Leidensdruck haben, dann setzen Sie es nämlich auch um. Das ist ja das, weswegen ich ja auch im Training häufig, weiß nicht, wie stark es bei dir ist, ja, die kompletten Inhalte umdrehe und neu mache. Warum? Weil ich eben möchte, dass ich die Leute da abhole, wo sie in dem Moment sind, wo der Leidensdruck am stärksten ist. Ja. Dann gehen sie auch in die Umsetzung. Also am ehesten. Mhm. Und ich kann alles, ich kann die Wege bereiten, ich kann ihnen sagen, wie können wir das wie die zu Hause weiterhin üben können, wie sie sich selber auch in den nächsten halben Jahr immer noch erinnern können. Das kann ich alles reinpacken. Und trotzdem liegt es ja an denen, ob sie es machen oder eben nicht machen, ob es ihnen wichtig genug ist. Genau. Der letzte Step muss immer von dem Klienten oder von dem Kunden oder dem Azubi oder wer auch immer selber kommen. Ich kann sie nicht hinschleppen. Also ich kann ihnen die Wege zeigen und auch immer die Auswirkungen. Dann immer, natürlich wollen immer alle, warum hast du die alle kennengelernt oder warum kommen die zu dir oder so. Das ist ja erklärbar. Aber der letzte Step ist ja, dass die selber ins Tun kommen. Ich kann nicht noch für die irgendwas machen. Mhm. Und das ist für mich die größte Herausforderung,
Auch so, ich nenne es immer Chakra-Motivationstrainings, finde ich sehr speziell, weil die Leute das anhören und, boah, super, was der alles geschafft hat, vom Himmel fliegen oder irgendwelche Berge besteigen oder was weiß ich was da, eben durch den Kanal schwimmen, habe ich ja auch begleitet. Aber das ist ja eine schöne Geschichte, aber das umzusetzen in den eigenen Alltag ist schon schwer. Also bei mir ist ja auch so, ich pendel von Freiburg nach Hamburg. Das sind pro Fahrt mindestens 6 Stunden. Und ja, da muss ich mich selber in die Verantwortung nehmen und sagen, ich mache das jetzt. Also es macht ja kein anderer für mich. Oder irgendwo hingehen und sagen, ich möchte für sie arbeiten oder Akquise. Das sind ja alle so Schritte, die ich aus Mut raus oder aus mir raus machen muss. Da kann ich nur sagen, wie tickt der Kunde? Oder wie tickt der Fan? Das habe ich ja mit Fußballclubs, wie tickt der Fan, aber am Schluss muss der Trainer, Präsident oder schon selber das machen und nicht ich. Genau. Eben Selbstverantwortung. Modewort, aber hat auch seine Berechtigung. Ich glaube, es gibt fast zu wenig Bücher, finde ich, zum Thema Selbstverantwortung. Ich glaube, es könnte noch mehr geben. Also Erik Adler, kann ich gerne verlinken, in den Shownotes hat ein Buch da schon, Schlüsselfaktor Sozialkompetenz, glaube ich, heißt das. Und so viel mehr fallen mir nicht ein. Nee, mir auch nicht. Also ich muss auch nochmal nachrecherchieren. Da nochmal eine Geschichte zum Knigge. Ich habe Knigge gelernt von einer ganz tollen Trainerin aus Freiburg, der Betü, und bin dann nach Hause und habe sofort umsetzen wollen. Also habe mit Messer und Gabel richtig gegessen, habe mir überlegt, okay, wie groß sind meine Schritte, wer geht jetzt bei der Treppe hoch, runter. Also ich habe wirklich den klassischen Knigge umgesetzt. Das Glück ist ja, dass mein Mann sehr Knigge geschult ist und dadurch die Kinder da rein erzogen. Die haben das ja nicht so gemerkt, wie ich das dann gemerkt habe. Wie steige aus dem Auto aus oder wie lange warte ich, bis der Mann überhaupt die Chance hat, diese Tür aufzumachen, weil ich ja so hyperaktiv bin. Und das habe ich komplett in den Alltag integriert und mache das auch bei meinen Trainings mit den Azubis, dass ich mich kniggerecht verhalte. Genau, also das ist einfach so, da bin ich selber in meine Selbstverantwortung gegangen. Ja. Wann bin ich hilfsbereit und lauter so Sachen. Ja. Ja. Also das finde ich auch total wichtig. Ich finde, eins der schönsten Komplimente ist eben, wenn ich von der Bühne komme und die Leute sagen, boah, sie sind so authentisch, sie leben das, was sie eben sagen. Und ich würde auch keine Sachen auf die Bühne mitnehmen und dort großartig verbreiten, wenn ich es nicht selber leben würde, noch nicht mal ansatzweise. Also dass ich nicht alles immer 100% hinkriege, das ist klar, wir sind Menschen. Aber dass ich das eben größtenteils kann und umsetze, und zwar in meinem täglichen Leben. Genau. Bei der Atmung kommt ja auch häufig. Und wie häufig soll ich das machen? Immer. Immer richtig atmen, bitte. Wäre schön, wenn Sie atmen. So ab und zu. Ja, wenn ich denen dann auf einmal so die tiefe Atmung beibringe, und dann ist es für sie, weil sie es bewusst ja noch nie so gemacht haben. Unbewusst atmen wir ja schon korrekt, aber bewusst eben häufig nicht. Und das stellt uns dann eben ein Bein in ganz vielen Situationen. Und wenn wir dann eben, wenn die dann eben sagen, oh Gottes Willen, das ist ja anstrengend, hier in den Rücken atmen, wie häufig soll ich das machen? Immer, ich atme immer so. Ich denke darüber nicht weiter nach. Denn dann ist es diese unbewusste Kompetenz eben. Und da sollte es hingehen. Das ist ja im Prinzip das, was du auch gemacht hast. Das fällt mir gerade ein, das ist zum Beispiel richtig am Tisch sitzen. Das Lernen, genau, dann reagieren alle, wir können es. Die sitzen dann gerade für ungefähr gefühlt eine Minute, und dann sinken sie alle wieder in ihren Seminarstühlen zusammen, und dann sage ich, und andere müssen das 8 Stunden machen. Und das ist ein reines Training, weil es Muskeln sind, die wir beim gerade Sitzen brauchen. Und die verkümmern halt, wenn wir immer am Tisch hängen oder in Sitzsäcken. Und man kann das einfach üben und trainieren, wenn man immer wieder sagt, jetzt sitze ich mal ganz gerade nach Knigge. Und ich kann es mittlerweile oder könnte es 8 Stunden. Und es ist ein reines Training, oder jetzt mache ich mal Nachknigge. Und so sind Sachen einfach ganz spannend, wie wir es erzählen. Und dann sieht man wirklich 2 Minuten später bei der Pause, sie sitzen alle wie die... Ja, ich hatte einen Trick, weil ich habe ja bei meinen Trainings früher, wenn ich das so über ein halbes Jahr gemacht habe, noch die offenen Trainings gehabt habe, da kamen die dann so einmal die Woche, 2,5 Stunden, und ich habe denen dann so diese Hocker gegeben, diese ganz simplen Holzhocker von Ikea. Und die hatten ja keine Lehne. Ja. Und ich habe auch nur diesen Hocker gehabt. Ich habe es auch teilweise gestanden, aber mich eben hingesetzt. Und dann habe ich eben daran sofort beim Anfang jetzt angezeigt, wie ist denn die Haltung, dass ich da vernünftig drauf sitzen kann. Ja.
Denn es geht eben beim Stehen, beim Reden, beim Präsentieren, beim souveränen Auftreten, da geht es ja um Haltung. Es geht ja nicht in dem Sinne nur um Knicke oder mich anzupassen, sondern es ist ja auch nochmal darüber hinaus gesund für den Rücken. Und insofern konnten die gar nicht, die konnten sich da nicht hinflezen. Und die haben dann wirklich so, oh, das ist aber anstrengend, so lange. Sag ich, nö, irgendwann nicht mehr. Genau. Training. Auf Gesicht, gell? Wie Gesicht? Ich muss immer lachen, also gerade so im Kundenkontakt. Ich muss immer lächeln, ja, wäre schön. Und das ist Training, weil Lachen ist ja über Muskeln. Und wenn Muskeln erschlaffen oder atrophieren, dann gehen die ja in Richtung Boden. Unter anderem auch eben Wangenmuskeln und damit die Lippen. Und dann sieht man so traurig aus. Und ja, das ist Training. Oh. Ich muss jetzt immer aufpassen, wenn du dir irgendwie ans Ohrläppchen oder einen Ring fasst, dann weiß ich, oh, sie zieht sich gerade in die Metaebene. Es ist gerade anstrengend mit mir. Aber ich habe gerade letztens das Kompliment bekommen. Guck die ganzen Leute, du hast so schöne Lachfältchen. Dachte ich so, ja. Die habe ich mir erarbeitet. Genau, hartes Training. Hartes Training. Und dann habe ich auch sofort so ein Bild. Ich möchte gerne so aussehen später wie Brigitte Horney. Okay. Weil ich so alt. Hast du das vor Augen? Ich versuche. Jakob und Adele. Ja, genau. Eine unglaublich tolle, großartige Schauspielerin gewesen, lebt ja nicht mehr. Und die hatte ein faltiges Gesicht und war wunderschön mit jeder einzelnen Falte. Und ich frage mich, werden wir in 20, 30 Jahren überhaupt noch Falten kennen? Bei dem Trend und bei diesem, man muss doch jung aussehen, jung. Da habe ich das Gefühl, die Leute altern gar nicht mehr in Würde und wollen nicht alt aussehen. Aber ja, spannend. Ja, keine Ahnung, wie das ist. Instagram macht es möglich. Ich sage immer, lieber nicht Botox, sondern 100 Filter drauf ist gesund. Instagram. Aber im realen Leben sehe ich denn ja anders aus. Wie soll denn das funktionieren? So, am Ende eines Interviews, ich habe ja versprochen, unter einer Stunde zu bleiben, schaffe ich diesmal. Yay! stelle ich ganz gerne einfach so drei Begriffe vor. Und ich möchte ganz gerne, dass du zu jedem Begriff einfach irgendetwas sagst, was dir einfällt. Und das kann jetzt eine Geschichte sein, es kann einfach nur ein Wort sein, irgendwas, was dir einfällt. Oh Gott, ich probiere es. So dramatisch ist das nicht. Okay, dann nehmen wir mal den Begriff Freiburg. Heimat. Okay, ich merke schon. Ja. Schön. Ne, das ist klar. Genau. So, und dann nehme ich mal einen Begriff, der vielleicht ein bisschen länger braucht. Porsche. Ja, der braucht ein bisschen länger. Ich habe keine Emotionen zu Autos, aber Porsche ist immer so eine Sache, weil es Status ist, es ist schnell, es ist Gefahr, es ist auch schön. Ja, aber ich habe keine Emotionalität zu Autos. Also mir ist auch egal, ob da Schrammen drin sind, das gebe ich auch eher nicht zu. Ob da Schlangen drin sind? Schrammen. Also Schrammen, ich dachte, so Schlangen. Auch so schön. Ja, also ein paar Schlangen im Porsche. Ein paar Schlangen und ein paar Vogelspinnen im Porsche. Interessiert mich auch nicht, Isabel. Was ich allerdings jedem empfehle, der, ja, das hört sich blöd an, hochkommen will als Mann, ist natürlich so ein Statussymbol wie Porsche oder auch Rolex oder ein guter Anzug zwingend. Genau, weil das Peer Group Denken da ist. Das war's, wie nennt man das? Peer Group? Ja, also das ist so die Hauptgruppe von Menschen. Also man passt sich unbewusst an die Peer Group an. Okay. Und da sind Porsche und Rolex und wie sie alle heißen, BMW, gibt es ja auch fast zwingend oder ein Teil von Erfolg. Genau. Ich selber fahre gar kein Auto übrigens. Aber du hattest auch so eine alte Schrottkarre, die ich mir ausleihe. Bis vor zwei Wochen hatte ich noch einen alten, verbeulten Caddy. Ich meine, er fuhr. Also mehr oder weniger. Mehr oder weniger, aber er fuhr. Also es war, genau, die Heizung funktionierte auch. Also insofern, ich kann mich nicht beklagen. Ja. Lustigerweise, wenn ich so, deine Wohnung ist so picobello und so gemütlich und trotzdem ganz toll. Und das Auto war eher... Ja. Ja, ist ja ein Nutzfahrzeug. Genau. So, letztes Wort, Influencer. Ah, schwierig gerade, weil so eigentlich will jeder sein werden oder es ist zwingend für Firmen. Na, damit beschäftige ich mich ja gerade extrem.
Dann gibt es welche, die machen sich überhaupt keine Platte drüber und sind es. Und mit denen unterhalte ich mich gerade und es ist spannend, wie die denken. Also ich kümmere mich gerade sehr um das Thema Influencer, auch Marketing, und hatte jetzt auf der letzten Zugfahrt lustigerweise mir gegenüber ein Sitzen von Bacardi, von diesem Alkoholgetränk, und wir haben dann zusammen geguckt, wie schlecht die sind mit Influencern. Oh, das ist, ich finde das so fies, weißt du, nee, ganz kurz, erzähl ruhig gleich weiter. Ja, tut mir leid, aber sobald du Bacardi machst, habe ich sofort, come on over, have some fun, dancing in the morning sun. Ist das nicht bescheuert? Ja. Das ist 50, gefühlt 50 Jahre her. Okay, so alt bin ich noch nicht. Aber es ist so lange her und ich habe sofort, da kann man mal sehen, wie die klassische Konditionierung, wie die funktioniert. Zack, habe ich diese bescheuerte Musik im Kopf, wenn du auch nur das Wort Bacardi aussprichst, obwohl ich gar keinen Alkohol trinke. Hammer. Okay, also. Alle haben das. Und das Coole war, damals hat es ja super funktioniert, weil, aber die neue Generation kennt das Lied nicht so krass wie wir. Okay. Und da kämpfen die wohl, oder wir haben dann nur diesen Insta-Account und ich habe denen gezeigt, wie wenig, also die haben so 20 Likes drauf auf ein schönes Bild. Und dann in der Fitnessbranche gibt es halt solche Insta-Stars oder Influencer, egal auf YouTube, die halt Millionen Followers haben und dann gleich 200.000 Likes und so Zeug. Und das finde ich gerade hochspannend, auch meine Kinder zu beobachten, wie die mit diesem Medium umgehen. Ja, gerade mein Hauptthema. Also du triffst also deine Kunden einfach auf der Zugfahrt. Weißt du, manche andere, die müssen dafür hart schuften, Kaltakquise machen. Du fährst einfach Zug, 6 Stunden von Freiburg nach Hamburg und hast jemanden von Bacardi vor dir sitzen. Ja, aber ich habe keine Nummer ausgetauscht, weil ich gesagt habe, ich finde zum Beispiel eine klare Positionierung immer sehr wichtig und ich habe mich auf Sport, Fitness, Erfolg ein bisschen spezialisiert. Ja, und Bacardi will auch ist, erfolgreich ja, werden. Ja, aber das habe ich jetzt mal. Also er könnte mich googeln, wenn er Kontakt hätte, haben wollte, könnte er mich finden. Aber ich habe ihm nicht eine Karte gegeben, was ich schon gern mache, wenn ich merke, da ist was. Habe mich davor auch mit einem, der jetzt in Mode macht, getroffen. Und dem habe ich das klar gesagt, dass wir da uns zusammensetzen können. Genau. Aber ja, ich treffe auch Kunden auf der Zugfahrt. Korrekt. Mann. So, und abschließend, so als letzte Geschichte, habe ich es immer ganz gerne, dass meine Interviewpartner eine Geschichte erzählen, ein Erlebnis erzählen, wo etwas richtig entweder peinlich war oder schiefgelaufen ist. Und entweder ein Learning daraus, also was habe ich daraus gelernt, oder aber vielleicht auch nicht, vielleicht war es auch einfach nur doof. Aber weil wir eben häufig die ganzen Experten, wie man sie ja so nennt, eben so als, ne, so, die sind so weit weg, die sind so auf dem hohen Sockel, aber wir haben ja auch ganz viele Täler. Okay, sie überlegt noch, sie hat noch keine Panne. Okay, also, irgendwas Peinliches, ich meine, gerade bei Knicke kann auch gut sein, hast du vorhin schon mit dem Hoodie, aber irgendwas? Ey, Peinliches passiert mir jeden Tag. Du bist die Peinlichkeit in Person. Frag lieber, was nicht so peinlich. Wann war mal ein Tag, an dem alles perfekt war, Kirsten? Genau, Moment, da muss ich 3 Wochen überlegen. Also ja, wenn ich auftauche, ist schon immer, also ist schon peinlich, weil meine Webseite, wenn man mich da sieht, denkt man, ich bin so eine große, schlanke, wahnsinnig tolle, in Anführungszeichen, Frau. Und dann komme ich da angelaufen mit meinem Rucksack und es passiert mittlerweile sehr, sehr oft, dass dann gesagt wird, ach, wir dachten, die Frau Dehmer kommt persönlich. Und dann stehen wir beide da und für beide ist irgendwie peinlich, weil ich merke, okay, das im Netz ist nicht ganz so authentisch, dann kommt dieses Mäuschen da an und dann muss sie sich erklären, oh Gott, ja, aber das war total nett gemeint, kommt dann, und das sind fast täglich peinliche Situationen. Okay, aber ja. Ich meine, wie willst du das ändern? Ich meine, also ich persönlich weiß ja, wie groß du bist, dass du mir bis zum Bauchnabel gehst, nein, das war übertrieben. Ja, aber ich weiß es, ich finde, deine Fotos zeigen das schon, aber was willst du machen? Willst du auf die Fotos draufschreiben, übrigens, Achtung, nur 1,20, nein. 1,20 groß. Nein. 1,57, um es mal hier genau zu nennen. Ja, jetzt nimmt jeder einen Meter und guckt. Ach, kann man ja nicht daneben schreiben, ist ja auch albern. Nee, aber ich sag's mittlerweile wirklich. Ich habe meinem letzten Kunden, der auch sehr, sehr jung ist, ein YouTube-Star, der hat gesagt, ja, ich hole dich vom Bahnhof ab. Und der hatte eben dieses Bild von dieser Beraterin im Kunden. Da habe ich gesagt, Achtung, ich bin die Kleinste, die wahrscheinlich gleich aus dem Bahnhof rausläuft. Mit der großen Brille, und der hat gesagt, er war dankbar dafür.
Okay. Also ich warne wirklich Kunden vor, die lachen erst am Telefon oder wenn ich schreibe. Und dann sagen sie, okay, du hast recht, wenn ich dich nur auf den Bildern gesehen hätte, obwohl ich ein Bild übrigens habe, wo ein 2-Meter-Mann neben mir steht, wo man die Größen, aber das kriegt man so nicht mit. Hm. Dafür sind die mir sehr dankbar. Genau. Und okay. Also peinliche Geschichten, wie gesagt, gibt dauernd auch mit meinen Kindern, ja, Fremdschämen, meine Kinder so, ah, Mama. Ja. Okay, es ist also das normale Leben bei dir. Das ist bei mir ja auch so. Ich sage ja immer gerne, ihr könnt den Fettnapf, könnt ihr oben auf den Schrank stellen oder irgendwo verstecken. Ich finde ihn und trete rein. Ich auch. Ich springe Vollgas, Arschbombe rein. Und das Schöne ist, je älter ich werde, desto entspannter werde ich. Also als Anfangstrainerin war mir alles hochnotpeinlich und jetzt denke ich, ja, so what. Ja. Ja, ich weiß noch, dass eine Teilnehmerin der Ich-Rede-Akademie hat immer gefragt, wie schaffst du das so, so entspannt mit Fehlern umzugehen, indem sie mir ständig passieren, ständig, genau. Fast jeden Tag passieren mir Fehler, also irgendwelche Pannen. Genau. Und dadurch gehe ich mittlerweile, ich darüber aufregen bringt so überhaupt rein gar nichts mehr, nee. Weil das mein Alltag ist tatsächlich. Insofern habe ich eine hohe Übungsquote. Genau. Auch irgendwas umschmeißen oder zu schnell irgendwo sein. Oder ja. Da bin ich Meister drin. Ja. Wenn sowas passiert, dann denken wir alle, oh Gott. Und ich sage, ach du Schreck, aber es ist irgendwie egal. Ich stolper, ich fall, ja, umfallen jetzt seltener. Aber lauter so Zeug passiert mir ständig. Also meine Damen und Herren, wenn Sie einmal durch Hamburg gehen und Sie sehen einen kleinen blonden Zwerg, der stolpert ja, und ständig ach, hinfällt, Schreck. Dann ist es bestimmt die Kirstendema. Garantiert. So, ja. Ja, nicht. Also ich habe jetzt erst überlegt, so frage ich dich jetzt noch, wie ich jetzt hier heute irgendwie gesessen habe, aber ich weiß, dass ich doof gesessen habe, na. Weil ich mich so, na, ich habe meine, so, hab meine Hand zwischen meine Beine auf dem Stuhl abgelehnt. Nicht. Was? Ich wollte es nicht sehen, zum Glück sehen. Oh Gott, das will. Insofern frage ich das jetzt lieber nicht. Also wir kümmern uns jetzt noch um den Kaffee. Ja. Und trinken hier noch schön weiter und ich werde mich analysieren lassen? Nein. Also keine Angst, denn die Kirsten können Sie ansprechen und sowas, die analysiert auch nicht. Also nur innerlich. Also innerlich denkt sie dann ganz klar, aber erst wenn sie fragt, wollen Sie ein Feedback, dann garantiert Nein sagen. Genau, immer nee. Sonst kommt das ganz klar raus. Ja. Okay, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir. Und ich freue mich dann, Sie, liebe Podcast-Hörer, dann in der nächsten Folge wieder zu hören. Haben Sie einen schönen Tag. Gut reden kann jeder. Gut reden kann jeder.